So, weiter geht's heute beim Bus-Simulator. Und jetzt muss ich natürlich wieder da außen rum. Ich verstehe es einfach nicht. Warum der jedes Mal auf die falsche Route geht. Also, wir müssen heute nochmal diese Route 20 jetzt abfahren. Und ich hoffe, dass ich es irgendwann mal auf die Reihe bekomme. Ich war eben gerade tatsächlich schon kurz vor dem Ende und dann sagt der Spiel, eine Fehlermeldung ist jetzt mal wieder schön. So. Oh, bleib doch nicht stehen, ey. Du hast doch Zeit genug. Also Arlington Emmador. Also wie gesagt, wir haben jetzt, also ich habe auf Screen nochmal diese Route neu erstellt. Und habe gesagt, wir probieren es jetzt nochmal anders, etwas anders. Und wie gesagt, ich war super in der Zeit, ich hatte super Frühling bekommen. So. Ich brauche eine Fahrkarte. So. We got on Jerry. Natürlich, ihr habt ja Zeit. Was? Wirklich? Ich hab gewonnen? Du liebe Zeit! Du liebe Zeit! Ich hab jetzt gerade Lust. Geh doch weg mit deinem Scheiß, mit deiner Scheißkarre. Ja, eigentlich hätte man nur gerade ausfahren können, aber das ist eine Einbahnstraße. Dann hätte er wieder gemeckert. Verstehe. Ach, scheiß drauf. Jetzt geht es gerade ein bisschen darum, Zeit zu kriegen, Zeit zu gut zu machen. Und nicht um irgendwelche Regeln einzuhalten. Das geht nur jetzt straight dadurch, Rekorder, das Ding hier wieder nach Hause zu fahren. Wir sind aber bei 55 Minuten, glaube ich. Wir müssen jetzt 5 Minuten gut machen. Mittlerweile sieht es relativ gut aus. Ich hoffe, dass das uns zählt. Oh, Alter. Plötzlich. Hallo. Nur hin, bitte. Danke. Scheiß drauf, komm. Ich hoffe, dass ich es irgendwann hinkriege. Hi, ja? Kate hier. Denk bitte dran, dass wir morgen einen neuen Praktikanten haben. Klar. Tschüss. Wir haben da eins vergessen. So. Ja, und dann gibt's Ärger, dann gibt's mir auch die Fresse. So. Nein, alles gut. Schade, ich wollte schön daran vorbei jetzt fliegen.
Lincoln Street. Ist die zweimal windet? Geh mal weg da. Also kann ja nicht, glaube ich, oder? Nee, kann nicht. Ich glaube, das ist die Haltestelle, wo ich außen ran muss. Wo ich nicht da einfach rumfahre, sondern geradeaus weiterfahre. Ups, das war fast ein bisschen weit. Einfache Fahrt bitte. Ist ja nicht ganz richtig, die Haltestelle. So. Danke. Bleibt doch nicht stehen. Ich glaube, das ist einfach die Stelle, wo ich eben auch schon mich verfahren habe. Da habe ich mich eben auch schon verfahren an der Stelle, oder? Ja, das war gar nicht so blöde eigentlich, da unten lang zu fahren. Jetzt muss ich wieder hier. Aha. Ja, das Problem, jetzt hast du natürlich ein Auto hinter dir. Und der wird natürlich jetzt nicht, wird jetzt ein Teufel tun, mich rauszulassen. Ja, Verweise, das ist. Ich hasse das, wenn der Verkehr dann irgendwie mitziehen muss. Ich fahre ein Stück vor, damit ich vorbei rutschen kann. Ja, das war nicht so. War nicht clever. Das war hier unten, das war scheiße. Weil ich hätte unten lang fahren müssen, das war nämlich ganz richtig. Weil dann wäre ich unten gelandet und nicht hier oben. Weil ich fahre jetzt, glaube ich, den übelsten Umweg. Der kostet mir Zeit. Naja, versuchen wir es trotzdem hinzukriegen. Es ist ja noch ein bisschen Weg. Warte mal, ich fahre hier unten lang. Okay, diesmal geht's noch. Ich glaube, da wird mir immer so dazwischen kommen. Pass mal auf. Das war mir fast klar. Der nervt jetzt dazu gerade. Gerade wenn es auf eine Mission ist, wo es ein bisschen auf Zeit geht. Jetzt machen wir 2,5 Minuten. Ich glaube, wir müssen 5-6 Minuten gut machen. Stimmt, die Strecke, wo ich meine, Golden Island, das kommt nämlich ganz am Ende erst. Also die endet hier im Old Silo. Oh, mein letztes Semester an der Uni habe ich gerade so geschafft. So, Studententicket. Wochenkarte. Ein Euro. Eine Fahrkarte bitte. Das ist halt Golden Bridge. Ja, jetzt kommt nämlich ziemlich die Stelle, wo ich meine, wo ich ein bisschen Zeit holen kann. Vielleicht. Jetzt sagt er nämlich, biege ab. Offiziell. Aber ich fahre geradeaus weiter.
Wir sind jetzt schon Level 80. Bis dann. Das frage ich mich jedes Mal. Eine Fahrkarte, bitte. Einmal kurz. Danke. Gerne. So, nächste Haltestelle ist dann die Golden Bridge. Diese Route hat übrigens, um es genau zu nehmen, 22 Haltestellen, so wie es auch in der Mission vorgeschrieben war. Ich zeige euch dann, wenn wir durch sind, die Strecke. Also welche Haltestellen hier fahren müssen. Falls wir die schaffen, wohlgemerkt. So, eigentlich müssten wir offiziell, so wie der YouTuber das gemacht hat, hier diese Haltestelle fahren. In dem Moment kommt mir natürlich ein Auto rausgeschossen. Warum ich jetzt nicht hier gleich am Pier abbiege, erkläre ich euch gleich. Wobei, die ist richtig, die Haltestelle. Ich fahre jetzt die South Entrance an. Tageskarte. Eine Fahrkarte, bitte. Ich war letzte Woche auf Gold Island wandern und habe im Zimmer gesehen. Genau, ihr wartet in dem Moment, wo der Bus abfährt. Natürlich, in dem Moment, wo der Bus abfährt, sagt man dann, ja, wir gehen alle rüber. Jetzt schon da getan. Also ich bin in das Ding darin gefahren. Ja, sorry, das ist ein bisschen was enger hier. Nächster, komm. Diese Brücke macht mir Angst. Sie ist so hoch. Das ist eine Brücke. Hier hinten oder was? Scheiße, ich hab mich vertan. Ich hätte nämlich ihr rechts abgehen muss vorher. Ich bin sogar zu früh. Das wird jetzt gerade gesagt. Aber letztendlich ist es ja dann wurscht, ne? Wir müssen ja nur die. Zu früh ist ja scheißegal. Zu spät ist ja schlimmer. Ich muss ja ein paar Minuten zu früh sein. Wie gesagt, in echt ist es natürlich tödlich. Ich darf es ja nicht, offiziell. So, jetzt habe ich ein Civio Beach. Jetzt geben wir ein bisschen Gas. Jetzt können wir ein bisschen rausziehen. Jetzt haben wir zumindest den schweren Teil weg. Und jetzt hoffe ich, dass er damit dann... Er soll mir dann... Das Ding sagt abgeschlossen.
Weil so häufig will ich die nämlich auch nicht fahren. Ich will die, eigentlich wäre es gut, wenn wir die am ersten Raum. Wir müssen sie halt leider fahren. Das ist das Problem. Ich kann nicht sagen, wir brauchen sie nicht fahren. Ich beeile mich jetzt gerade ein bisschen, dass ich vielleicht irgendwo noch vielleicht ein paar Minütchen holen kann. Hier weiter nach Seaview Beach, wo ich jetzt bei 3 Minuten zu früh bin. Dann haben wir gleich die Hälfte. Hi. Eine Fahrkarte bitte. Ja. So, 2,80 gibt's zurück. Wir sind jetzt wieder mit 2 Minuten. Ich hatte ein bisschen was rausgeholt an Zeit. Moin. Bereite schon immer 12. Geh weg da. Auf Wiedersehen. Einfache Fahrt, bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Ah, zahlt doch passend. 1,80 haut dem zwar nicht hin. Ja, schön. Kommt man über Greenwood oder über die Bergstraße schneller nach Clips Bay? Keine Ahnung. Wahrscheinlich über die Schnellbergstraße. Northgate Avenue. Dings mit rein und Begrenzer. Jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, weil Northgate Avenue, das zieht jetzt gerade ein bisschen die Strecke. Ich hoffe, dass ich es hinkriege. Weil die 5 Minuten würde ich so gerne mitnehmen. Da steht der Kollege davor. Das ist die 40 oder so, also 43 oder so, ne? Ich habe ja viele Routen rausnehmen müssen. Jetzt habe ich das mir gleich gesagt, fahre geradeaus weiter. Natürlich nicht. Jetzt hast du natürlich wieder. Der Vorteil ist, dass da vorne schon die Haltestelle ist. Also ich habe ein bisschen was an Zeit gut gemacht, aber die werde ich jetzt gleich wieder verlieren durch meinen Kollegen. Ich hole den jetzt mal so assi halber, kurz vor der Haltestelle. Ich habe den jetzt natürlich überholt. Würde ich niemals in echt machen. Ich muss den jetzt ein bisschen Zeit gut halten. Ich weiß, das war jetzt der letzte Assi-Move, aber es wird sowas von scheißegal. Komm, gib Gas. Kann der Fahrrad schon?
Nein, nein, okay. Meine Enkel haben einen neuen Hund. Geh mal da weg, da. Dankeschön. Ich weiß, der war einfach richtig assi, der Ruf. Aber wie gesagt, würde ich niemals. Wie gesagt, ich bin ja Busfahrer im Live. Ich hätte das sowas von nie gemacht. Ist mir scheißegal, dass ich gerade außer Fahrplan bin. Aber ich habe ein bisschen Vorsprung rausgeholt. Ich habe über 6 Minuten Vorsprung jetzt auf die Zeit, auf die nächste Route. Und die nächste Haltestelle ist schon da vorne irgendwo. Wobei, ich muss, glaube ich, die Haltestelle jetzt mitnehmen. Ich muss, glaube ich, irgendwo jetzt nochmal drehen. Ich fahre das ganze Ding, was ich jetzt gerade herfahre, zurück nachher. Mann, das ist doch nur ein Moment. Meine Fresse, ey. Also der war jetzt richtig beschissen. Dann habe ich auf dem Video mit Kollegen nicht anders gemacht. Jetzt hole ich den nämlich wieder. Alter Verwalter, ey. Der kam wohl rausgeschossen. Ja, doch, dachte ich auch gerade. Oh, Moment, das mache ich mal so ein bisschen. Genau, jetzt fahren wir hier nämlich die eine Haltestelle an, weil die hier ein bisschen blöder liegt. Das ist die Valley Spring High School. So war ich über 5 Minuten vor. Also ich muss die unter 50 Minuten schaffen, die Route. Wenn ich das ein bisschen beibehalte, schafft man die ohne Probleme. Hier geht's gerade echt auf Zeit. Hallo. Hier geht es gerade um nichts anderes. Kann ich jetzt einfach asi halber zurücksetzen und dann wird das darüber rausfahren? Wieder rausfahren, um die Zeit zu holen? Ja, klar, ne? Eigentlich schon. Ihr habt jetzt nichts gesehen, Leute. Ihr seht jetzt gerade nicht. Das mache ich normalerweise auch nicht. Ich fahre schon zurück. So, jetzt muss ich gerade wieder raus irgendwie, ne? Genau. Entschuldigung, Chef. Ihr habt jetzt nichts gesehen, wie gesagt. Ich muss jetzt natürlich. Ich fahre jetzt hier auch komplett außerfahrplanmäßig. Ich fahre mit über 6 Minuten Vorsprung gerade die Zeiten ab. Also, wie gesagt, eigentlich wäre es andersrum. Ich bin bei. Jetzt aktuell Verspätung wäre. Das würde der Einzige wäre eine Verspätung. Weil dieses Minus irgendwas, das wäre dann die zu früh. Aber. Ist mir jetzt gerade, wie gesagt. Ja. Genau, das ist der Bus, den ich gerade überholt habe vorhin mal. Moin! Wieder da. Ja, nächste Haltestelle ist die Inner Street. Hey! Moin! Alle Mann rein. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Keiner? Okay. Warum geht der jetzt nicht zu? Natürlich zu dich noch. Dann gehe ich vor die Tür rauf. Warum auch immer, ich hab's eigentlich zugemacht. Ah, fahr doch mit deiner Karre, ey. Wie gesagt, ich fahre offiziell fahre ich jetzt zu früh. Ich bin jetzt außerplanmäßig. Es hat niemand gesagt, dass ich den einfach so und so viele Minuten fahren muss. Ich knall die jetzt komplett auf Zeit hin. Ich hole jetzt jede Minute nicht irgendwo mit. Bisschen. Die ist da lang, die Route. Mailbox Square und South. North. Entschuldigung. Puh. Ah, viel gemacht heute. Ich
muss ja eh ein bisschen vorproduzieren, ne? Weil ich jetzt eigentlich über das Wochenende im Urlaub bin, war, nachdem diese Folge rauskommt. Ich glaube, war wahrscheinlich. Ich glaube, die dürfte ja an dem Dienstag rauskommen. Wenn ich Dienstag oder Mittwoch, wenn ich es so richtig im Kopf habe. Oder Montag, weiß ich gerade. Ich glaube, Dienstag ist es. Also, jetzt muss ich hier gerade gucken. Da muss ich durch. Ja, ach Mann, fahr doch da weiter. Ich hasse das, wenn die Leute im letzten Moment dann noch stehen bleiben müssen. Dass ich gerade die Pappe, dass ich gerade eine oder andere Haltestelle ausbauen kann, ist mir gerade egal. Ach so, du willst eine Fahrkarte. Entschuldigung. Wir sind sowieso kurz vor dem Ende des Spiels, glaube ich. Ich würde ich was drum wetten. Danke. Scheiße, hat sich zu früh gegeben, zu viel gegeben. Egal. Trinkgeld. So. Und die zwei stehen jetzt hier, weil sie Lust und Laune haben. Fahr doch mal weiter da jetzt. Da kommt doch nichts. Es ist alles frei. Gut, jetzt kommen wir mal wieder was. Aber ich glaube, der wartet einfach, bis alle Autos weltweit da irgendwo durchkommen. Dankeschön. Mein Gott. Wo habe ich den Schutzfußgang gefahren? Ich mache jetzt gerade alles falsch, was man irgendwo mal falsch machen kann. Aber wie gesagt, nochmal. Es geht jetzt nicht um irgendwelche Regeln. Ich muss nicht perfekt fahren. Ich muss einfach nur Power. Einfach irgendwie gucken, dass wir diese Route 150 Minuten packen. Habt ihr dann erzählt, wenn wir also Mega-Vorsprung haben oder so, ob ich die nochmal neu bauen muss? Weiß ich noch nicht. Ich hoffe, er zählte. Das wäre... Super, dann muss ich es nicht in der nächsten Folge nochmal neu bauen. Aktuell sind wir vor schon bei 6 Minuten. Ich wäre jetzt bei, ich weiß gar nicht, was der Moment hat. Der Rekord ist 55, glaube ich, sagt er. Das ist der für das Spiel. Er sagt der für die Route. Ja, und im Moment haben wir dich wieder eine rausgeschissen. Klar. Oh, natürlich. Ich hasse das, wenn die Leute dann unbedingt. Ach, das ist doch nicht wahr. Der wartet jetzt irgendwas. Auf irgendwas wartet der jetzt da vorne. Der war der Erste davor, der pennt. Der Erste steht jetzt da vorne und chillt. Ihr seht es ja gerade selber. Und der andere erstaunt sich dahinter. Anstatt dass er jetzt einfach mal sagt, ich fahre jetzt vor, war weiter. Liebe kleine NPCs, macht mal bitte hinne. Ist mir gerade egal. Fahr da weg. Chef, wo ist die alte Stelle? Oh, ernsthaft. Hallo, ihr könnt auch weiterfahren. Geh weiter weg. So, alle mal einsteigen. Hier will keiner einsteigen. Alles klar, kann man weiter.
Wie gesagt, ich bin jetzt hier absolut der Schlechteste, was gerade alles sind. Aber der hier, der chillt einfach sein Leben hier vorne. Ach, jetzt despawnst du. Alles klar. So. Mein Gott, ey. Warte, ich habe mich da mehr oder weniger freiwillig, mehr oder weniger ein bisschen auf die etwas grobere Art aufgelöst. Dann hätte ich da heute in der Nacht noch gestanden irgendwann. Weil wir jetzt mittlerweile schon nachts um 1 haben oder so, keine Ahnung. So, jetzt kommt ein bisschen der beschissenste Ecke, aber wir müssen jetzt hier nämlich eine Haltestelle in Milburg, bestimmt das nächste Milburg, mitnehmen. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, ich fahre jetzt an die Haltestelle. Ja, müssen wir die. Ready Stop at Performance Talk. Ich glaube, wir müssen jetzt nämlich die Haltestelle hier oben mitnehmen und dann wieder zurück oder so. Ja, ich verwende die Blinker. Haltestelle kann ausgebaut werden, machen wir so. Tageskarte. Ja, der hat mir, also der eine hat mir jetzt richtig Zeit gekostet, weil der einfach gestanden hat und die anderen sagt, oh, ich bin dahinter. So. Ich knall jetzt. Ich mache jetzt hier einen Rückwärtsgang rein. Ich nehme jetzt ein bisschen wieder ein bisschen Zeit von der Uhr. Ich liebe manche NPCs. Ich liebe NPCs. Die ballern ja irgendwo die Ecke zu. Ich habe 10 Minuten Vorsprung, also mir ist das mittlerweile herzlich egal, weil ich fahre jetzt, das war jetzt die 18, jetzt fahre ich hier wieder runter. Wie gesagt, ich mache jetzt hier gerade alles falsch, was ich hören könnte. Das ist mehr oder weniger einfach nur, um diese Aufgabe zu erledigen. Ich weiß, dass man sich richtig macht. Ihr könnt es gerne so nah machen. Ihr könnt es auch gerne richtig fahren. Das ist dann eure, letztendlich eure Sache. Mein Ziel ist es, die Aufgabe zu schaffen. Jetzt gerade einfach nur so. Normalerweise versuche ich, so weit wie möglich alles richtig zu machen. Hier ist es jetzt egal. Wir sollen weder gut fahren noch effizient fahren, sondern einfach. Oh. Also, falsche Taste gekommen. Ich bin voll auf die. Ich bin gerade voll auf die Tür auf der Taste gekommen. Wir haben den nächsten Zahltag. Wir haben 3 Zahltage, das ist unsere dritte, dieser dritte. So. Bitteschön und auf Wiedersehen. Der nächste bitte. So, wir nähern uns. Ich hab dich doch zugemacht. Was war der denn jetzt schon? Fifth Avenue heißt die nächste Haltestelle hier. Und es nähert sich so langsam im Ende dieser Route, dieser ewig langen, 3 Tage langen Route. Eigentlich habe ich jetzt gar keine Lust, mich als anzustellen bei euch. Ich bin Busfahrer, ich darf hier durch, lasst mich in Ruhe. So, nächste Haltestelle dieser 15 Minuten, die ist da vorne. Aktuell sind wir, ich glaube, wir müssen mal super in der Zeit sein. Na, wie gesagt, wir haben ja einige Dinge gebracht, wo ich mir echt denke, Alter,
so. Nein, ich fahre in Real Life nicht so. Sonst wäre ich wahrscheinlich ganz schnell meinen Job und meinen Führerschein los. Ach, das ist ein Rollstuhlfahrer dabei. Eine Fahrkarte, bitte. Ja. Muss aber ein bisschen Zeit. Ich bin früher oft nach Chinatown gegangen, aber in den Glückskeksen sind immer so schlechte Wortwitze, also gehe ich nicht mehr dorthin. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, könnte. Sogar passend, perfekt. Seniorenticket, Tageskarte, weiter geht's. Rollstuhl ab rein, Türen zu, weiter geht die Reise zu Chuck's Roadside Service. Wir verstehen, dass hier eine kleine Lücke ist, das heißt, ich kann hier ohne Wunder rüber. Theoretisch könnte ich sagen, ich baue hier einen Bus, einen Plan hier einen Bus an. Ich glaube, ich habe noch genug da übrig. Warte mal, hier muss ich lang. Nächste Haltestelle ist Chuck's Roadside Service und dann haben wir es eigentlich fast schon geschafft. Es sind insgesamt diese 23 Haltestellen. Vielleicht sollte ich stattdessen eine Karriere bei All Directions anstreben. Wieso 23? Wieso 23? Ich glaube, ich habe wirklich irgendwo eine Haltestelle doppelt, warum auch immer. Das erklärt bestimmt einiges, aber ich hoffe, dass wir es trotzdem hinkriegen. Ich hoffe, dass wir trotzdem alle Haltestellen drin haben. Und dass es jetzt nicht irgendwo an dieser Haltestelle scheitert, dass ich jetzt irgendwo keinen Stadtteil drin habe. Weil da dürften wir eigentlich bräuchten wir Ozilo gar nicht haben. Ich glaube nämlich, ich habe tatsächlich das linke Ding doppelt drin. Okay, wäre aber egal. Glaube ich. Dann fahren wir hier hoch. Jetzt müsste ich echt nochmal im Dings gucken, in meinem Linienplan gucken und dann noch die eine Haltestelle rausnehmen. Kommt hier noch so ein Kreisverkehr. Also wenn es dann glaube ich, das ist die Lincoln Street. Oh, Alter! Du hast Vorrang, du stehst im Kreisverkehr und du brauchst mir nicht die Vorfahrt zu nehmen. Aber ich liebe es, wenn diese NPCs und die Idee kommen, mir die Vorfahrt zu nehmen. Ich habe nämlich 23 Haltestellen auf dieser Route. Nicht. Nein, Moment. Weißt du, wissen wir, warum ich 23 habe irgendwo? Ich habe, glaube ich, irgendwo hat so irgendwo nämlich ein bisschen was verhauen, weil am Anfang ja der NPC gefahren ist. Und damit hat sich das Ganze um 1 verschoben. Da hat er nämlich eine Haltestelle, die am Anfang 2 ist, dieses Amador-Ding, das die zweite Haltestelle hat er nämlich als 3 angezeigt. Warum auch immer, und das bin ich selber. Ich weiß, ich fahre hier wie gesagt wieder jetzt Henker, aber das ist mir jetzt nicht egal. Aktueller Vorsprung 9 Minuten 20 Sekunden, das ist Rekord, aber naja, ist ja jetzt auch nur. So, jetzt muss ich hier rüber irgendwie. Ja, ich muss ja hier runter. Ja, hier ist die Haltestelle. Und jetzt die ganze Zeit verspult. Es sind nämlich 22 Haltestellen. Seit ich den Bus nehme, brauche ich mir keine Gedanken mehr, um Parkplätze zu machen. Gute Halteposition, sofort vorbeigefahren. Nächsten Zahltag. Könnte ich sogar versuchen, mal meinen Doppeldecker zu kaufen. Ich will jetzt gar nicht gelenkt, sondern ich will den Doppeldecker noch haben. Mal gucken, wie viel Kohle wir am Ende übrig haben. Ich brauche mehrere Fahrer. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? So, Wochenkarte. So. So,
So, nächste Haltestelle ist das Gold Island Tourist Center, die vorletzte Haltestelle für uns auf dieser Route. Und dann haben wir noch Old Silo. Dann haben wir es geschafft. Und dann die große Stunde der Wahrheit. Übernimmt er uns das? Sagt er, jo, passt. Oder sagt er uns, du musst nicht, darfst nicht außer Vermisse sein. Du musst alles richtig fahren. Und alles perfekt fahren. Wenn nicht, aber dann hat diese Mission abgeschlossen. Wie es so mit dem Spiel aussieht, weiß ich nicht. Da kommt bestimmt, ich glaube, da könnte noch was kommen. Natürlich, Pecunia, das hat mir einige Folgen gekostet. Moment, ich muss mir ein bisschen vom Gas geben. Das hat mir, glaube ich, 6 oder 7 Folgen gekostet, bis ich das Ding auf 4 hatte. Aber wir haben es relativ zeitnah abgeschlossen. Natürlich, also die letzte Folge war ja nur Route bauen und ein bisschen umbauen. Letztendlich bin ich doch eine etwas andere Route gefahren, warum auch immer. Ja, aber ja. Ich habe es dann am Ende nochmal bei einem anderen YouTuber geguckt, hab das Ding offscreen gebaut. Wie gesagt, eigentlich müsste es gehen. Ich hoffe, dass es funktioniert, dass es übernimmt. Ich mache 3 Kreuze, wenn ich durch bin. Sollte es jetzt natürlich nicht übernehmen, werde ich hier nochmal einen Break machen müssen. Also ich werde die Folge hier hochladen. Ansonsten müssen wir das ganze Ding nochmal neu bauen. Ich hoffe natürlich nicht. Und jetzt fahren natürlich für diese eine Haltestelle nochmal extra ganz viele Leute mit. Gold Island Tourist Center. Die nächste Haltestelle wäre das Old Silo. Jetzt wollte aber, wissen, ne? Danke. So, letzte Haltestelle. Große Stunde der Wahrheit. Wie gesagt, ich war hier eben schon mal. Und genau dann, kurz vorm Ende, kam eine Fehlermeldung rein und so. Achso, ja. Ich weiß auch, warum er es gerade gemeckert hat. Ich bin einfach ein Stück weit drüber gefahren. Mein Kollege. So, letzte Haltestelle und dann die Stunde war halt. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Und sagt er uns, passt. Na, wir haben aktuell Vorsprung von 9 Minuten 45. Ich glaube, wir haben es unter 50 geschafft. Tschüss. Achso, sollte den Rolli noch rauslassen. Viele drum. Geschafft! Schau dir unser Stadtnetz an. Wir haben es weit. Perfektion! Wir bieten ein ordentliches und schnelles öffentliches Verkehrsnetz. Es ist fast perfekt. Es braucht nur hier und da noch ein paar Feinabstimmungen, dann sind wir fertig. Wir müssen sie tatsächlich nochmal neu. Okay. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Okay, ganz gesund sieht das nicht aus. Naja, wir sind in der nächsten Folge wieder und dann versuchen wir es nochmal rauszufinden. Aber was schaffen wir bis dahin? Guck mal, schau mal, was steht überhaupt an? Oh nein, baue alle Stadt. Ja, das ist, glaube ich, dann die letzte Mission. Baue alle Stadt auf 5 aus. Baue alle Bushaltestelle auf Stufe 5 aus. Reiche eine Zufriedenheit auf einer gut zwischen allen Haltestellen. Also diese hier nochmal. Fahrrad perfekt ausgerüstet wurde, während die Hauptstadt ein Stadtteil mit Stufe 5 oder höher. Ach so. Das dürfte die letzte Mission sein. Danach sind wir, glaube ich, durch. Ich habe jetzt 1,3 Millionen aktuell. Ich kann mir jetzt beide Busse kaufen, die ich haben wollte noch. Fahrrad perfekt ausgerichtet, Route 4, während die Aufwärtskassette in einem Stadtteil mit Stufe 5 oder höher, da reicht eine Zufriedenheit von 4,5 Sternen. Gut, das kriegen wir ohne Probleme hin. Aber jetzt wird's heftig.
Weil dann heißt es nämlich, alle Stadtteile auf Stufe 5 ausbauen. Alle Haltestellen auf... Boah, Alter, ernsthaft. Alle Bushaltestellen auf Stufe 5 erreichen eine Zufriedenheit von 4,4 Stunden. Ist gut, das kriegen wir noch hin. Genauso wie das runter. Aber die erste Wahl, die werden zeitlich richtig, richtig fressen. Weil da sind Dinge dabei, hier aus Haber, was hier unten ist. Alles auf 5. Was willst du, wie oft wir die fahren müssen? Alt. Sunkiss. Arnold Park. Auch das ist relativ easy, aber das ist also kein Problem. Aber hier oben, Indigo Hill, das sind alle Stadtteile. Alter Fahrwald. Geil. Das wird Zeit. Das wird. North Madison Drive. Mach oben so mal Shit. Oh, Alter, ey. Das wird. Auch Copperpot. Ja gut, das sind nicht viele Haltestellen, aber hier solche Städte wie Greenwood. Ich mach das jetzt gerade so ein bisschen nebenbei. Da sind Haltestellen dabei, da denke ich gar nicht dran. Die Ach Gott, ey. Also alles auf... Gut, Island. Sind ein paar dabei, aber da sind Städte dabei. Ihr seht es ja gerade selber, solche Haltestellen wie Valley Spring, das müssen wir alles noch ausbauen. Jedes einzelne Haltestelle, also wir müssen jede Haltestelle von A nach B müssen wir abfahren. Na gut, wir machen es dann auf, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder oder dann schauen wir mal. Und da geht's los mit dem Teil. Na? Bis dahin und auf Wiedersehen. Bye. Let's play. Bis zum Monat 21.